Ich habe mich hier die Kamera erstmal auf so ein Glas gestellt. Ich hoffe, das bleibt jetzt da. Erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das sage ich ja jedes Mal. Ja, wir haben es Montag. Ich habe jetzt hier Wochenende gar nicht gefilmt oder sehr, sehr wenig. Ich habe keine Lust. Und von daher kam auch Wochenende. Kommt halt sehr selten Video. Muss ja auch nicht jeden Tag sein, ne? Ja, ich war ganz, ganz kurz bei Lidl zu Fuß. Es war eine halbe Stunde ungefähr entfernt zu Fuß. Und ja, Steckerchen. Ich sag euch mal, was ich eingekauft habe. Ist nicht so viel, aber trotzdem. Und dann bei der Kasse. Das war auch so, ja, lustige Situation. Oder, ja, also ich habe bezahlt. Und die ungefähr 15 Euro hat das gekostet, glaube ich, ungefähr so roundabout. Und dann habe ich 20 Euro hingegeben, habe 15 Euro wiederbekommen. Aber ja, nee, das ist ein bisschen viel. Habe jetzt die 10 Euro wieder abgegeben, weil ich dachte, das ist so viel. Ach ja, danke, danke, danke. Ja, das ist ja sicherer, ne? Manche Leute würden das ja mitnehmen oder so, die 10 Euro. Aber ich habe ja so eine Moral, ich denke ja, irgendwie fehlt die 10 Euro dann in der Kasse und dann stell es mal vor und... Nee. Also die Person dann an der Kasse hat dann ja Schuld, weil die mir das ja gegeben hat. Aber nee, alles gut so. Hier habe ich zwei Rosenbrötchen, kleine. Dann habe ich einmal Tomatenmark. Dann habe ich mir jetzt entschieden... Also vegetarisch ist ja, gibt ja viele verschiedene Formen von vegetarisch, wusste ich gar nicht. Also einmal pestetarisch, das ist auch vegetarisch, nur halt, dass man halt Fisch isst und kein Fleisch. Und einmal gibt es auch noch, dass man nur Eier isst. Dann gibt es Sachen, die isst man... irgendwie nur Milch und Eier, das ist ja ganz vegetarisch und irgendwie gibt es noch was dazwischen. Und ich habe mir jetzt entschieden, vegetarisch und den Strichwort pestetarisch, also Fisch noch zu essen, aber halt kein Fleisch mehr, weil diese Doku hat mir dann doch schon wieder so ein bisschen den Magen umgedreht. Klar, ist lecker, Fleisch. Aber diese vegetarischen, veganen Alternativen schmecken manchmal sogar noch besser, komischerweise. Und von daher, mal gucken, wenn ich das durchhalte, ne? Hier habe ich aber mein heißgeliebtes. Ein Esslöffel davon hat einen Punkt. Aubergine-Creme. Lecker. Ich liebe sie. Ja? Deswegen habe ich auch dann drei davon mitgenommen, weil, ja, Vorrat. Aber dann ist es haltbar. Bis... Tjo. Nicht wundern, meine Katze hat ja auch 5 Minuten wieder. Ist ja normal. 22.04., also noch einen Monat ungefähr. Dann habe ich... Ja. Mini-Käseschnecken. Ja, 1 Kilo. Wie viele Punkte das hat, habe ich jetzt nicht geguckt. Aber ich esse jetzt nicht die ganzen Kilo jetzt. Nur vielleicht 2, 3 davon. Genau. Dann habe ich letzte Woche Freitag oder war das, ja, ich glaube Freitag, bei Lidl gefunden, so einen Käse, hier diesen Käse, letzten Freitag oder wann das war, habe ich das in normal gekauft, weil das im Angebot war und richtig geiler Käse, richtig lecker. Und ja, den habe ich dann mal gekauft für 1,99, ist ja jetzt nicht ganz günstig, aber ja. Dann... habe ich hier nochmal die Aubergine-Creme. Dann habe ich hier Aubergine-Brotaufstrich. Dieses 1,45 Euro kostet das. Und dann mal hier mit Zucchini, Curry, Zucchini. Also ich, wenn ich das erste Mal aufmache, werde ich Curry-Zucchini aufmachen. Oder Zucchini-Curry. weil ich auf jeden Fall mal was anderes. Weil Aubergine-Creme kenne ich auch schon auswendig. Das Akku ist gleich leer, ist nicht so schlimm. ja, Gesundheit. Vegan Mühlensalami. 1,53 Euro ungefähr. Oder 59, bin ich nicht ganz genau sicher. Klar, sind für 80 Gramm ist das schon teuer. Aber schmeckt echt gut. Ich habe es echt nicht gedacht, dass das Salami, die vom Mühlenhof so lecker schmeckt. Damals, als ich es das erste Mal probiert habe, mochte ich es nicht.
aber jetzt schmeckt es gut. Und kommen wir zum Schluss noch. Ja. Upsi. Hier und einmal Lachs. Den, das werde ich jetzt gleich zum Frühstück, Mittagessen. Wir haben es ja schon 12, also Mittagessen essen. Genau, meine Lieben. Also, jetzt werde ich jetzt erstmal das andere Video bearbeiten und mich dann gleich nochmal melden. Ja, bis gleich. So, meine Lieben. Ich war nicht einkaufen, keine Angst. Meine Mutter war gerade da. Also nicht bei mir zu Hause, sondern auch in Hameln. Und eine Freundin von ihr hat Klamotten, die sie nicht mehr brauchte. Und hat es dann meiner Mutter gegeben und meine Mutter hat es dann mir auch gegeben. Ich zeige euch das mal was. Es riecht alles ein bisschen verstaubt, aber es gibt Schlimmeres. Dann habe ich hier einmal einen Schnellgipsbinde. Okay. Gut. Ein Zinkverband, glaube ich. Weiß ich nicht. Dann habe ich hier so ein Board. So ein Board. Konzepthalter und Schreibplatte. Okay. Da kann ich ja meine. Ja, wie heißt das? Essensplan da drauf schreiben. Cool. Schon etwas älter, glaube ich. Aber gut. Schön. Freut mich. So. Was habe ich hier? Ach Gott. Ach ja, die Champagnergläser. Habe ich noch nicht aufgemacht. Nur von außen sieht es ein bisschen witzig aus. Ich trinke keinen Champagner, aber finde ich trotzdem ganz nett. Ich wüsste jetzt. Habe ich zweimal, glaube ich. Ja, genau. Also insgesamt 4 Gläser. Oh, ist noch ganz, ganz eingepackt. Noch nie ausgepackt worden, war. Sieht so aus, zumindest. Ja, warum nicht, ne? Ist ein bisschen verstaubt, aber es ist normal, wenn man das lange drin hat. Ja, warum nicht, ne? Sieht süß aus, finde ich. Ja. Wasche ich gleich mal ab. Das ist so aus. Ja. Anfang 2000er, glaube ich. Gefühlt. Sieht zumindest so aus. Wenn noch älter, kann auch sein. Steht es nicht drauf. Oder? Nee. Auch nicht schlecht. Also 4 Gläser davon, genau. Was habe ich hier noch? Also wie gesagt, diese andere Gläser hier. Die ganz normale Trinkgläser. Hier habe ich so ein. Oh, so ein. Eigentlich so viel. Ah, das sieht schön aus. Hier sowieso ein. Da kann man hier Latte Macchiato raustrinken, finde ich schön. Oder halt auch so ein. Weil ich habe hier auch noch so ein. So ein Mörser. Das ist halt wahrscheinlich hier für. Alkohol, genau. Noch den Glas. Das Glas nochmal. Und dann nochmal so ein Cocktailglas oder halt Latte Macchiato Glas, wie man es auch nennen möchte. Oh hier. Noch was drin? Nee. Das war's. Und hier kommt noch etwas. Fand ich auch ganz niedlich. Also ich habe mir das schon mal bei Teddy oder bei Rossmann oder so mal angeguckt. Habe es aber nie gekauft, weil es einfach zu teuer war. Und ich dachte, brauche ich das eigentlich? Nee, aber ich habe es jetzt trotzdem aber nicht gekauft. Wie gesagt, ich habe es jetzt geschenkt bekommen und zwar einen Eierkocher. Ich werde es mal probieren, ob das jetzt so sinnvoll ist oder ob man das gar nicht braucht. Ja. Ein Eierkocher. Ja, warum auch nicht, ne? Ich mach das mal auf. Ich hab das noch nie gesehen. Mein Bruder hat auch einen, genau. Ja, stimmt. Okay. Sieht auch aus, als wäre der noch nie benutzt worden, weil da ist noch alles drin, ne? Also auch die ganze Verpackung.
Also noch Folie drum. Also, ja, also das ist jetzt hier der Eierkocher und innen drin ist so ein kleines Messbecherchen und halt nur Einleitung. Und ich hatte noch ein kleines Häschen bekommen, das ist aber schon in Einsatz bei meinen Katzen. Das hat so eine Glocke innen drin und von daher finden die das ganz, ganz teuer. Ja. Genau, meine Lieben. Sonst habe ich hier noch Süßigkeiten bekommen. Und zwar, die sind aber noch haltbar. In dem Sinne, man sollte sie essen bis zum 30.06. Das sind so Schokolinsen und innen drin ist halt so, hier so ein Rentier und ein Weihnachtsmann. Ja, ist ganz niedlich. Kann man sich auch irgendwo hinstellen, wenn man jetzt Weihnachten ist. Kann man auch einfach die Schokolinsen rausmachen und dann halt irgendwas anderes reinmachen. Genau, freue ich mich drüber. Ne? Ist ja immer nett sowas. Genau. So, jetzt werde ich erstmal abwaschen, diese Gläser. Ne? That's all.